Tage werden kürzer, Bäume wechseln ihre Farbe. Nass, kaltes Klima, also schnell zurück ins Warme. Mama steht schon fleißig in der Küche mit der Schürze. Kleine Kinder schnitzen lachende Gesichter in den Kürbis. Es ist die Nacht der Grabkerzen, der Besinnung an Dämonen, von denen wir gejagt werden. Die man fürchtet, die das ganze Volk in Angst versetzen. Und da gibt es einen, den ihr hasst und den auch alle kennen. Er sieht den Hass und die Zwietracht. Jeder fürchtet ihn, doch gesehen hat ihn noch niemand. Zumindest nicht die letzten Jahre. Ich meine, es gab Tage, da war er noch echt ne Plage. Seine Existenz wurde sogar komplett verdrängt. Doch seit er weg ist, ist die Angst vor ihm omnipräsent. Ey, ey. Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Doch als Schuldiger für alles hat er Platz in deiner Welt. Könnt ihr die Nazis sehen? Könnt ihr sie sehen? Wie sie morden, wie sie jagen, wie sie Köpfe zertreten? Sie sitzen im Bus und bringen POCs mit Blicken um. Und alle Journalisten tippen sich die Finger wund. Könnt ihr die Nazis sehen? Könnt ihr sie sehen? Wie sie morden, wie sie jagen, wie sie Köpfe zertreten? Und wenn du einen Beweis dafür sehen willst, wissen sie Bescheid, dass du einer von denen bist. Sie schieben abnormale Paranoia. Ey. Doch für sie ist Nazi-Jagd ein Abenteuer. Furcht vor einem Risiko spüren sie nur selten. Denn es ist ungefährlich, doch sie fühlen sich wie Helden. Und sie nennen es die braune Gefahr. Lieber Spiegel, diese Nazis, sind die auch gerade da? Ey, ey. Sie nennt sich humanistisch. Also wenn du nicht ihrer Meinung bist, heißt es, dass du es nicht bist. Sie nehmen Worte und verwässern die Bedeutung. Immer schwammig, wie man's braucht. Wenn nötig, ändert man's erneut um. Zum Beispiel Nazi-Menschen jenseits von rechtsextrem. Doch eigentlich meinen sie damit jeden rechts der SPD. Es ist komplett dreist. Alle hassen Nazis, also schmeißt man jeden Gegner in denselben Topf hinein. Weil man für diese Politik ein Feindbild braucht, brauchen sie Nazis. Ausgedachte reichen aus. Könnt ihr die Nazis sehen? Könnt ihr sie sehen? Wie sie morden, wie sie jagen, wie sie Köpfe zertreten? Sie sitzen im Bus und bringen POCs mit Blicken um. Und alle Journalisten tippen sich die Finger wund. Könnt ihr die Nazis sehen? Könnt ihr sie sehen? Wie sie morden, wie sie jagen, wie sie Köpfe zertreten? Und wenn du einen Beweis dafür sehen willst, wissen sie Bescheid, dass du einer von denen bist.